Hagiwagi schmilzt jetzt irgendwie mit seiner DNA auch hier ein. Und es sieht so aus, als hätte sich die DNA mit dem Train Eater vermischt. Und was passiert da? Hagiwagi und Train Eater vereint. Ergibt. Ich weiß es auch nicht, Mann, aber es wird richtig krass und das gucken wir uns heute an. Deswegen lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Aber zuallererst schauen wir uns mal an, was Freddy und Gregory hier eigentlich machen. Und die Videos sind von Siren Studio. Mega nicer Kanal. Checkt ihn natürlich gerne mal aus. Und die machen sich hier gerade auf den Weg in die Poppy Playtime Fabrik. Und Gregory sagt: Ey, yo, Freddy, Alter, lass mal durch den Zaun, Digga. Freddy, du bist doch viel zu groß dafür. Wenn der da nicht rüberklettert, weiß ich auch nicht Bescheid. Okay, man hat es gar nicht gesehen, aber ist in Ordnung. Wir schauen einfach mal. Gregory, der ist ja ganz außer sich. Der geht hier überall hin und muss erstmal Lugi-Lugi machen. Und Freddy muss hier überall erstmal so durchsteigen. Boah, Leute, ne? Das ist auch schon der typische Boden und es ist sehr dunkel. Und ich verstehe nicht, warum Gregory da so auf ganz locker einfach reingeht. Aber er hat ja schon Erfahrung damit, wie das ist in gruseligen Einkaufszentren. Und wir haben ein Geräusch gehört aus dem Vent. Oben. Freddy hat das auch wahrgenommen. Geht aber trotzdem erstmal weiter. Und da geht der Vent auf. Jetzt würde ich da aber nicht drunter gehen. Oh, Hagiwagi greift sich Gregory. Freddy kommt und sagt: Hey, nix da. Schlägt ihn auf den Arm und schnappt sich Gregory und hält ihn zurück. Und der zieht Freddy da rein. Nein, Freddy, verteidige dich, Mann. Und er schlägt durch den Vent in seinen Bauch rein. Und konnte sich somit erstmal befreien. Spätestens jetzt solltet ihr vielleicht aus der Poppy Playtime Fabrik abhauen. Ich meine es ernst. Er nimmt Gregory da rein und jetzt ist Freddy alleine, beziehungsweise halt Gregory geschützt. Jetzt gehen die beiden durch die Gegend, weil Freddy mit seinem bösen Blick schon guckt. Hm, dieser ganz dunkle Gang hier. Warum geht ihr denn eigentlich noch weiter? Geht doch einfach raus, Mann. Okay, sie gehen weiter durch. Was ist das? Ein blauer Raum? Hagiwagi steht da und sagt: Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt geht er nach vorne und macht seine Faust ready. Es gibt einen Kampf. Freddy weicht aus und, Digga, guter Defend. Alter, sogar den Tritt abgewehrt und schmeißt Hagi erstmal auf den Boden. Jetzt gibt's hier einen, ja, noch nicht so ganz intensen Fight. Okay, war ein Witz. Jetzt tritt er auf ihn rauf und er versucht ihn aufzuschlitzen, aber geht nicht, weil Freddy ein Roboter ist. Und jetzt kommt Freddy und packt erstmal aus. Da gibt's einen Kinnhaken voll aufs Gesicht. Hagi weiß gar nicht mehr, wie ihm geschieht, ne? Und jetzt gibt's richtig Stress. Er steht auf, wieder zurück und es gibt wieder ein paar neue Fights. Oh, er zieht ihn am Fuß auf den Boden. Und was will Hagi machen? Er will das Ding aufreißen. Und klemmt sich seine Finger ein. Sehr gut. Alter, er hat sich seine Finger abgerissen. Bro, das ist ja überwild. Aber die sind nachgewachsen. Ah ja. Okay, wusste gar nicht, dass das... Oh, er könnte ihn darunter werfen. Dann ist Hagiwagi dead, safe. Der würde dann durch so einen Fahrstuhlschacht fallen. Er sagt Gregory... Bleib locker. Okay. Was passiert jetzt? Beide wissen genau, wie respektvoll der Gegner zu nehmen ist. Hagi wieder rein. Jetzt Freddy. Ein Haken. Ah, kann sich befreien. Und es geht hier hin und her. Jetzt hat er sich Gregory genommen, ne? Wenn der den jetzt isst, ne? Dann, also, dann raste ich aus. Er gibt ihn einen Punch. Schnappt sich Gregory. Und daran hält sich Hagi noch fest. Er überlegt, was er machen soll. Und tritt ihn da runter. Und das war's komplett. Hat Gregory beschützt. Und Hagiwagi, der kennt sich ja schon damit aus, wie das ist, von ganz oben runterzufallen. Gut gemacht, würde ich sagen. Gute Arbeit. Ja, zacke, zack. Würde ich sagen, lockeres Ding. Aber wie sieht's eigentlich aus, wenn Hagiwagi mit dem Trainee da zusammen ist? Wir gucken es uns an. Let's go. Es geht los. Hagiwagi liegt dieses Mal auf dem Boden einfach mitten draußen. Und da gehen wieder drei Leute durch die Gegend. Und warte mal ganz kurz, was sind denn das hier für Pappnasen? Der eine hier, ja okay, ich meine, die sehen auch dieses Mal nicht aus wie 30 Jahre, sondern ein bisschen jünger. Aber mal gucken, was jetzt halt mit denen so passiert. Und die sehen so einen ganz kleinen Hagi auf dem Boden, ne? Der denkt sich jetzt so, ey, was ist das denn? Ich heb das mal auf. Mal gucken, was das für ein Dude ist. Die kennen den anscheinend nicht. Der hat sich bewegt, ne? Und das sehen die jetzt halt. Und Hagi wird größer und schnappt sich den ersten. Alter, ist das ein gemeiner Fiesling. Und der isst jetzt erstmal Jugendliche zum Frühstück. Junge, hast du das gesehen? Alter, Hagiwagi-Mann, guten Appetit.
Der will jetzt definitiv die beiden essen. Und Leute, da ist dieser Tunnel, ne? Und wir wissen genau, wer die anderen Videos gesehen hat, Hashtag Tunnel in die Kommentare rein, wenn ihr genau wisst, was jetzt kommt. Denn ein Tunnel ist ein ganz schlechtes Zeichen und es bedeutet, dass der Train Eater gleich schon in der Nähe ist. Die beiden laufen durch diesen Tunnel durch. Da ist so ein kleines Loch, wo die sich verstecken wollen. Und der Kollege wird reingerissen. Mann, die armen Personen immer, die sind ja alle RIP. Okay, und da ist Huggy und sagt, nein, dich esse ich auch noch, mein Bester. Das ist der Moment, wo man genau weiß, der Typ ist am Arsch. Bruder, du bist am Arsch. Let's go, lass ihn dir schmecken, Huggy. Oh, da kommt eine Zunge raus. Und der will jetzt auch den Typen essen. Und jetzt reißt ihr den auseinander? Das kann nicht sein. Junge. Ja, okay. Huggy sagt sich, alles klar, Mann. Machen wir mal die Zunge kurz weg, damit ich den mit Zunge essen kann. Und das gefällt dem Train Eater gar nicht. Und es gibt hier direkt den Kontakt. Huggy sagt sich, willst du den essen? Der schnappt ihn sich und isst ihn halt. Ne? Jetzt hat Huggy das Essen weggegessen. Oh Mann, man sieht hier das erste Mal, dass Huggy Wuggy vor etwas Angst hat. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, der Train Eater ist auch brutal. Huggy geht also ein Stückchen zurück und der Train Eater pirscht nach vorne und will jetzt auch noch Huggy essen. Und der versucht wegzulaufen und muss sich jetzt halt verteidigen. Aber da geht nichts mehr, Leute. Huggy ist komplett am Ass und der hat ihn gleich. Huggy kommt auf eine Idee und... Oh, was? Es sieht nicht so aus, als hätte er ihn gegessen, sondern als wäre Huggy Wuggy in ihm drin. Und er schlägt von innen auf den Train Eater. Gute Idee. Huggy Wuggy ist nicht blöd auf jeden Fall. Und er puncht ihn ordentlich. Aber da ist irgendwie so dieses komische, diese Magensäure. Und der Train Eater kommt aus seinem Versteck raus, geht da irgendwo jetzt hin. Und anscheinend sind wir jetzt in der Wüste, okay? Train Eater macht seinen Beuteweg. Und was ist das? Was ist das denn für eine Kreatur? Der Train Eater hat irgendwas in seiner Größe entdeckt und will es natürlich essen. Der läuft weg, aber der Train Eater ist schneller. Also man sieht's zumindest, oder man denkt's. Nee, irgendetwas passiert. Da kommt eine Atombombe? Wait a second! Train Eater plus Huggy Wuggy plus Atombombe plus irgend so ein random Typ, das endet in einer Katastrophe, das weiß ich jetzt schon. Okay, mal gucken. Leute, das wird eine Riesenkatastrophe, oder? Der Train Eater versteckt sich in so einem Bunker. Nee, also eher in so einem Loch. Der Typ da sieht, wie die Atombombe einschlägt. Und Leute, da gibt es den radioaktiven Fallout, der hier alles mitnimmt. Und jetzt ist überall diese Giftwolke. Gefährlich, wenn eine Atombombe kommt. Und die Giftwolke geht jetzt sogar nach da unten. Und jetzt verändert er sich. Oder? Tatsächlich. Irgendetwas passiert mit dem Train Eater. Leute, das kann nicht sein. Huggy Wuggy ist noch drinne und quasi, also beschützt sozusagen. Huggy Wuggy schmilzt jetzt irgendwie mit seiner DNA auch hier ein. Und es sieht so aus, als hätte sich die DNA mit dem Train Eater vermischt. Und was passiert da? Huggy Wuggy! Oh mein Gott! Es ist der Train Huggy Wuggy Eater! Oder Huggy Train Eater oder was auch immer! Leute! Wie heftig sieht das denn aus? Bitte schreibt einen Namen in die Kommentare rein, was ihr der Kreatur für einen Namen gebt. Und ich glaube, wir haben möglicherweise ein neues Wesen, was noch stärker ist als der Train Eater. Uff! Alter Schwede. Das war's mit einer weiteren Folge zu Siren Studios Videos bzw. zu dem Train Eater und Huggy Wuggy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr die zukünftigen auch nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch andere Videos auscheckt. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.